Fangen wir an. Wie heißt du? Mein Name ist Osman Ahmed Hamza. Ich komme aus Somalia. Du bist also vor dem Krieg weggegangen, oder? Naja, nein, nicht vor dem Krieg. Während dieser Krieg läuft, wir haben jetzt seit so ungefähr seit 30 Jahren keine Regierung mehr. Und dort gibt es immer diese Konflikte. Das heißt, wie Bürgerkrieg oder dass das Nachbarn nicht mehr miteinander können oder wie würden Sie sich das vorstellen? Wir können uns das ja gar nicht vorstellen. Das ist so Bürgerkrieg, das ist alles unsere Regierung kaputt gegangen ist, denn begannen die Leute jeder machen, was sie wollen und seit 2008 jetzt auch gab es diese Tor-Organisation und den Krieg, den hat auch andere jetzt Vorstellungen gehabt und es gab auch mehrere Probleme, so es gibt ja auch afrikanische Soldaten, die dort auch sind und sie kämpfen mit diesen Terroristenorganisationen und das läuft leider bis heute noch. Also könnte man sagen, du hast dort einfach keine Zukunft mehr gesehen. Genau. Und wie ist das, wenn du da weggehst, dann heißt das doch, du weißt auch nicht, was auf dich zukommt. Ja. Wie war dein Weg hierher? Mein Weg war erst einmal, ich suche nur erst einmal ein Land, oder wo ich einfach ruhig ohne Angst leben kann. Und war ich in Äthiopien schon mal, in Sudan schon mal und in Libyen. Und über das Mittelmeer bin ich nach Italien gekommen und war ich auch in Italien so ungefähr 2 Jahren. Und dort auch habe ich keine Zukunft mehr gesehen, dann bin ich nach Deutschland gekommen. Bist du allein gekommen? Ja. Hast du deine ganze Familie, die Eltern sind alle in Somalia sind noch? Alle ja, noch ja? In Somalia. Und wurden deine Erwartungen enttäuscht oder du hattest da ein Bild von Europa oder von Deutschland im Kopf? Ist das so eingetreten, wie du es jetzt vorfindest? Oder ist das auch mit Enttäuschungen verbunden? Ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Und in Deutschland auch, ich kenne und damals, ich war 13 Jahre alt, als ich meine Heimat verlassen habe. Und ich kenne nur, dass Berlin die Hauptstadt ist. Ja. Und wie Leute hier leben und solche Sachen, habe ich kein Bild. Gibt es sowas wie Sehnsucht nach der Heimat? Also dass du manchmal hier sitzt und denkst, ach, wäre ich doch in Somalia geblieben, bei meinen Eltern, Familie und alles. Oder bist du froh, dass du es bisher geschafft hast? Ja, ich bin froh, dass ich jetzt nicht mehr in Somalia bin und es gibt ja auch, ich vermisse auch die Familie sicher, aber ich bin sehr froh, dass ich hier in Europa bin. Ja. Und wäre die Möglichkeit gegeben, deine Familie nachzuholen nach Deutschland, würde das die Familie machen? Ich glaube nicht. Ja. Wie geht's Ihnen jetzt dort? Die Familie, meinen Sie? Ja. 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 Sie sind jetzt besser. Somalia ist auch jetzt nicht wie früher und die Familie geht ja viel besser jetzt. Ich muss mal so fragen, nicht für die Familie auch besser, wenn du da wärst, wenn du helfen könntest, oder? Ich glaube, sie brauchen auch zurzeit nicht meine Hilfe. Und sie sind ja froh, dass sie ja in Somalia sind. Und seit wann bist du weg? Seit
2011. Das sind schon 7 Jahre unterwegs. Und hast du das Gefühl, jetzt angekommen zu sein? Ja, obwohl ich zuerst hier in Deutschland Probleme auch mit Playboy-Prospekt gehabt hätte. Ja. Und wie würdest du dir deine Zukunft wünschen oder vorstellen in Deutschland? Würdest du gerne eine Familie haben, eine gute Arbeit, würdest du? Ja, ich würde gerne auch mal eine Ausbildung machen oder auf Arbeit gehen und dann später mal eine Familie gründen. Ja. Wie alt warst du, als du von Somalia weg bist? War ich 13 Jahre. 13 Jahre? Ja. Das stelle ich mir ja unheimlich hart vor. Also, das ist ja fast für uns noch ein Kind, fast ein Jugendlicher, aber mit 13 Jahren allein da loszuziehen, ist schon, also gehört schon ein ganz schöner Wille dazu, das zu machen. Wurde das von deinen Eltern unterstützt? Nein, sie wussten auch nicht, dass ich auch weggehen will. Ja. Aber es gibt nur 2 Wege damals in Somalia, 2011. Sollte man zum Armee gehen mit 13 Jahren oder sollte man weg von das Land gehen? Ja. Also du hättest zur Armee gemusst, wenn du nicht weggegangen wärst. Genau. Ja. Und diese, wenn du über das Mittelmeer gekommen bist, das ist ja alles, ist ja viel mit Geld verbunden. Ne? Du musstest die Schleuser bezahlen, alles. Hattest du das Geld oder musstest du dir das leihen? Nein, ich war so ein und ein halb Jahr unterwegs und dann musste ich immer arbeiten in Libyen zum Beispiel und in Sudan musste ich arbeiten. Und welchen Beruf könntest du dir hier vorstellen? Was wäre so ideal? Ja, ich würde gerne Sprachvermittler werden und fast mit Menschen zu tun arbeiten. Und deshalb jetzt mache ich einen B2-Kurs hier in Eckertschule. Und ja, möchte ich dann einen Ausbildung als Sprachvermittler oder sowas machen. Vielleicht noch zum Schluss. Was gefällt dir hier in Deutschland am allerbesten und was gefällt dir am allerwenigsten? Gefällt mir am allerwenigsten das Wetter. Und am allerbesten meine Freunde, die ich hier gefunden habe. Also du bist, also hast also auch jetzt Freunde aus Deutschland hier. Ja, also. Und könntest du dir vorstellen, dass du eines Tages mal sagst, Deutschland ist meine neue Heimat, hier will ich leben, hier will ich auch sterben, hier will ich Familie haben, also dass du dich hier total integriert fühlst? Oder hast du im Hinterkopf, dass du bitte, meine Heimat ist Somalia, aber ich lebe in Deutschland, weil es mir hier jetzt besser geht? Naja, jetzt, ich glaube, integrieren brauchte man auch lange Zeit, aber ich bin jetzt froh, dass ich auch jetzt hier bin und ich bin jetzt gut angekommen, sage ich mal so. Dieser Begriff Heimat, aber das sagt dir was, den kennst du auch. So, ich bin immer sehr unsicher, ob der nur in Deutschland so stark im Vordergrund steht und im Erzgebirge ganz besonders, oder ob der auf der ganzen Welt auch so genauso gesehen wird. Naja, ich sehe die ganze Welt auch so. Jetzt, wenn ich hier in Deutschland vielleicht später lange bin, dann kann ich dann sagen, ja, habe ich jetzt eine neue Heimat hier in Deutschland gefunden. Aber zur Zeit bis jetzt ist, wie gesagt, ja, brauchte man auch Zeit, dann lernte man anderen viel und später kann man dann sagen, hier ist eine neue Heimat. Hast du aus deiner alten Heimat etwas mitgenommen, was dich an deine alte Heimat erinnert, ein Foto oder irgendwas anderes, was du immer
hier hast, wo du sagst, oh, das ist ein Stück Heimat, gibt es sowas? Nee, habe ich gar nichts mitgenommen und ich habe auch jetzt auch wenig Kontakt mit Familie und auch Freunde, die noch meine Heimatland sind. Ja, du bist auch schon lange unterwegs, oder so. Ja. Also wird es Zeit anzukommen. Okay, ja. Das reicht. Dann dir. Ja? Vielen, vielen Dank. Ja. War ganz toll. Sehr gerne.